Dreck hier. Das ist alles so zugeschmattert mit diesem Salzzeug. Also der ganze Dreck in, schön in den Kragen rein. Und das zum frühen Morgen gerade erst aufgestanden und gleich diesen ganzen Mist hier im Kragen. Eieiei. So, gehen wir gleich mal hier oben drüber. Ist auch fest, wunderbar. Hoppala. Hatten wir schon mal kurz wackeln, ne? So, und jetzt rein in die Hütte. Oh, was für ein Wetter, ey. Was für ein Wetter. Oh, ihr seid ja auch schon da. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Naja, ich habe schon ganzen Müll hinter mir. Pre-Trip ist immer so das Truckers Feind. Aber gerade bei dem Wetter macht das keinen Spaß, da am Tiefbettauflieger rumzukrauchen. Aber dann brauche ich jetzt wirklich erstmal einen Kaffee. Bis die Systeme starten, ihr wisst schon. So, haben wir's. Wunderbar. Ah, Kaffee rein, Systeme an. Wunderbar, jetzt geht es mir schon viel besser. Ja, Freunde, wir stehen hier, wo stehen wir denn? Wir stehen südlich von Brünn, also Brno, noch in Tschechien, fahren jetzt runter Richtung Budapest, Szeged vorbei, Neusatz. Unser Ziel, Zwischenziel für heute ist sicherlich Belgrad. Mal gucken, ob wir das schaffen, das ist schon eine ganz schöne Ecke. Aber bis morgen müssen wir halt hier unten sein, dann bei Thessaloniki. Ich freue mich schon. Ist auch eine Wetterbesserung angesagt worden. Also wird auf jeden Fall eine schöne Fahrt. Ich freue mich schon drauf. Obwohl es halt wirklich breit ist, der Zug. Und ach ja, aber ich würde sagen, um 6.18 Uhr, wir können los. So. Auf jeden Fall machen wir die Rundumleuchten an. Habe ich repariert. Wartet, ich zeige euch das auch. Jawohl, wunderbar. Ja, das war die eine Lichtbox von einem anderen Mod, vom Buff. Die hat das blockiert. Nachher, wenn es so sich gegen 8 Uhr neigt, dann kurz mal mit dem Marian telefonieren. Der weiß noch gar nicht so viel vom Glück, vom Anruf von Kreisgof. Ich weiß ja auch noch nicht, was es wird letzten Endes. Oh, das Püppchen mal. Ganz sanft und sachte warm fahren. Jawohl, das ist gut. Winter macht vielen zu schaffen hier. Das merkt man. Das merkt man. Oh, sind wir schon an der Grenze zu Ungarn? Ich bin noch nicht so richtig in Redelaune. Ist noch ein bisschen früh. So, Ungarn, wir sind da. Wunderbar.
So, wunderbar. Püppchen. Oh, ich liebe diesen Sound. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe diesen 8-Zylinder-Sound. Weil S500 war auch schön, keine Frage. Aber hier findet dann doch wieder dein 8-Zylinder und dann Hintern hast, dann hast du relativ schnell vergessen, was du am Vor- oder Vorvortag erzählt hast. Oh, Moment, Moment. Marian? Kalimera. Grüß dich, du warst auf leise geschaltet. Ich hätte dich fast verpasst. Ja. Geht ja gar nicht. Wollte ich eigentlich nachher um 8 anrufen, aber jetzt bist du mir zuvor gekommen. Was treibt dich denn zu 7 Uhr schon so früh aus den Federn, mein Freund? Speditionsbranche, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon erwähnt. Und ich bin seit neuestem Teilhaber in so einem Unternehmen, das hast du vielleicht schon mal gehört. Und da Ja. gibt es auch noch einen anderen Geschäftsführer, der hat auch interessiert, dass Umsätze gemacht werden. Ja, Und da habe ich mir das soll gedacht, auch ziemlich scharf sein. ich setze mich mal vorne links hin und gucke bis aus dem Fenster. Das beste Job der Welt, ne? Verbettet zu einem Fenster schauen, ich weiß. Den ganzen Tag vor allen Dingen. Ja. Wo bist du Wo sind denn? wir denn? Wo er ist? Nein, dann erzähle ich erstmal. Ich bin jetzt südlich von Brünn losgefahren, gerade über die slowakisch-ungarische Grenze. Hier so auf dem grobe Richtung Budapest und dann runter weiter weißt der Thessaloniki. Und ja, da bin ich jetzt so, also kurz vor, naja, kurz ist gut, aber halt Grenze. Moment, ich guck mal ins Navi rein. Pressburg. Bratislava. Ja, genau. Okay, ja, ich werde heute Abend an der Grenze zu Griechenland Feierabend machen. Oh, das, wie ist das Wetter da unten? Weil ich schieße ja die Richtung zu dir runter. Das wird besser, sagen wir mal so. Also nicht so kalt und verschneit, wie es oben war. Also oben auf der Karte gesehen. Also hier ist auch viel oben, weil hier sind viele Berge in Ja. Mazedonien. Aber Ja. frag mich jetzt nicht, was das für ein Gebirge ist. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ist aber insgesamt wärmer, ne? Ja. Na schön. Ja, und ich kann halt, morgen ausladen, ist egal wann. Ja. Und dann ist für mich Wochenende, weil ich erst am Sonntagabend, weil ich kümmere mich ja, dass der Chef sieht, dass Umsätze gemacht haben. Naja, ist auch wichtig, ne? Also, so einen Chef hätte ich auch gerne. Also ich muss spätestens Freitagabend 18 Uhr stehen. Ja. Am Samstag treffe ich mich mit ein paar Spezies von dort unten, die kenne ich. Ja. Noch die ein oder andere Abstimmungssache an der Auspuffanlage von meinem LKW, dabei da ist nicht laut genug. Ja. Ja, lass dich nicht erwischen, ne? Weil sonst machst du weniger Nein. Umsätze. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, wie gesagt, nur muss ich stehen am Freitag und Sonntagabend ist 22 Uhr, werde ich beladen für Neapel. Also fahre ich dann noch ein Stück rüber Richtung Adriaküste auf die Fähre, 20 Stunden Fähre, dann von der Fähre runter in Bari, von Bari nach Neapel, dort lade ich aus, dort lade ich auch gleich wieder zurück für Larnaca auf Zypern. Oh, Also Lanagra, schön. der Chef, der sieht dann, dass dann was geht, weißt du? Dass ich Ja. keine plötzlich irgendwann mal geschimpftes bekommen habe. Du meinst sowas wie bezahlten Urlaub oder was? Bei danach hört sich das an. 20 Stunden Fähre von Griechenland nach Italien und die Rückfähre dauert 31 Stunden, also das ist schon ordentlicher Stress. Ich habe gerade gemerkt, dass ich, ja, das glaube ich, das, ja, das ist 20 Stunden, meine Güte. Ich wollte eigentlich gerade erzählen, dass ich mich gerade zwischen Tschechien, tschechisch-slowakische Grenze und slowakisch-ungarische Grenze getäuscht habe. Ich bin jetzt über die slowakisch-ungarische gefahren. Ist ja auch klar, Oh nein. Bratislava, ne, Hauptstadt von der Slowakei. Tom, das macht gar nichts. Die Hauptsache ist, du hast getankt. Das muss ich noch. Das muss ich noch. So 148 Liter noch drin. Das ist eigentlich praktisch gar nichts. Ach so, ja, okay. Ja, aber das Ja, ist ja na eine gut. wirklich schöne Tour. Kriegst du denn gut bezahlt? Oder kriegen wir sie denn, das muss man jetzt so sagen, gut bezahlt? Jetzt sind es 2,41, dann sind es 2,32 Oh, das ist so gut. und dann 2,68 Also für pro Kühlgut ist Kilometer. das, Also glaube ich, ganz okay.
Also das bewegt sich immer über 2 Euro, diese Linie, die wir da fahren. Das ist gut. Hört sich richtig gut an. Schön. Das heißt, das andere Manko ist, also das sind viele Wochenenden draußen, weil von Rostock runter nach Griechenland und dann den Schnippel nach Italien hoch, das kann auch mal weiter hochgehen nach Mailand oder so. Ja. Und dann ist das wie gleich mit runter nach Griechenland und auf der anderen Seite wieder hoch. Also das ist Ja, wahrscheinlich kriegst du es deswegen so gut bezahlt. Ja, genau, ja. Aber wie gesagt, auch in Ruhezeit dann halt im Hotel, weil ein Auto geht ja nicht, weißt du. Ja. Und. Das ist auch ein Käse geworden, ne? Das ist aber jedes zweite Wochenende, ne? Im Hotel? Ja. Also jetzt ist es quasi draußen und dann geht es ja wieder zurück. Ich glaube, da war irgendwas Richtung Slowenien, Ljubljana, das ist ja dann nicht mehr weiter, bin ich ja fast in Österreich. Aber so in der zweiten Woche im Auto ist eigentlich im Hotel ist auch nicht verkehrt, oder? Das ist mal, was so Hygiene angeht und mal ein bisschen wieder rauskommen aus dem Auto. Ja, ne, das brauchst du auch, weil du kriegst ja einen Koller. Also es ist ja so schön wie es ist, aber das muss ja dann trotzdem mal, man muss noch wissen, dass man Mensch ist, wenn die Jungen so, weiß ich nicht. Ja, musst du mal Sachen waschen und so weiter, ne? Das gehört ja alles mit dazu. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wenn du die Sachen ausziehst und die klingen wie wenn du einen Klettverschluss aufmachst, dann solche Fahrer soll ich auch geben. Oh, mein bester Freund, eine Motte. Lecker. Solche Leute gibt es ja auch, aber das wird die uns ja nicht. Ja, da hast du dann, aber da stehst du wenigstens in der Schlange mal alleine, weißt du? Kannst du mir denn was erzählen, was berichten? Ja. Also pass auf, ich habe dir ja kurz geschrieben, aber ich bin jetzt noch nicht so drauf eingegangen. Ich weiß auch noch nicht viel mehr. Der Kai Sko von Skof Transporter aus Österreich, Salzburg, der hat mitgekriegt, dass wir suchen. Und der hat das deswegen mitgekriegt, weil er gerade was verkaufen will, also im Angebot hat. Ich weiß noch nicht, was es ist. Er hat mir nur eine AB-Nachricht hinterlassen. Ich muss mal schauen, dass ich den Kai da kriege. Ist ein super netter Typ offensichtlich. Aber will natürlich auch seinen Schnitt machen, das ist auch ganz klar. Und müssen wir mal schauen. Ich muss erst mal rauskriegen, was es ist. Aber Kai fährt ja wahnsinnig viel Stückgut. Skof Transport, sodass ich mal davon ausgehe, dass es ein Stückgut ist. Was es jetzt genau ist, er hat ja verschiedene Fahrzeuge in der Flotte, weiß ich noch nicht. Und ist aber auf jeden Fall ganz gut, weil bei Skof Transport, weißt du, da sind ja auch verschiedene Fahrer, auch in der Diesel Passion mit drin. Pflegen halt ihre Fahrzeuge. Wäre auf jeden Fall. Ich habe hier so einen Idioten wieder vor mir. Ja, auf jeden Fall wird es ein gepflegtes Fahrzeug sein. Muss man sich dann allerdings erstmal schauen, was er hat, in welche Richtung es geht, ob es für uns brauchbar ist. Und ich könnte ja auf der Rücktour, wenn sich was ergeben sollte, natürlich die Gedankenmühle dreht sich schon, ne? Die Getrieberädchen. Aber ich könnte vielleicht auf dem Rückweg in Salzburg mal vorbeifahren, wenn ich da die Tour so legen kann. Muss ich schauen, was die Rückfracht ist letzten Endes. Ja klar. Wäre das Vernünftigste, dann musst du dir auch in die Richtung mal fertig sein. Genau. Ist halt mit dem Tieflader manchmal nicht so einfach. Da sind nicht immer alle Ziele mit dabei, wie jetzt bei Kühlgut oder Stückgut oder so. Also normalen Auflieger, aber drücken wir mal die Daumen, dass es Glück heute ist und dass es einigermaßen klappt. Aber wäre ganz gut. Also von der Zeit her, Marian, würde es optimal passen. Ja. Ja. Wenn du sagst, du findest keine Ladung, vielleicht findet sich irgendein Aktros, der am Tag nicht hochkommt, die ganze Zeit dann mitnehmen. Lass doch mal die Aktros in Ruhe, Mensch. Ich bin jahrelang so ein Ding gefahren, also wie gesagt. Gefahren müssen, ne? Ja, du hattest ja, Marian, du hattest ja gesagt, du hast auch mal die Ohren ein bisschen gespitzt nach Fahrzeugen. Hat sich da bei dir schon was ergeben? Also über Ecken, meine Oma hat in Bagdad auf dem Bazar gehört, dass ich kenne einen, der einen 105er DAF-Tandemzug verkauft. Jetzt weiß ich aber nicht. Das hört sich nach vielen Kilometern an, ne? Ja, aber ich meine... Meine, den ich damals geholt habe, die Limited Edition, da hatte, weiß ich nicht, da hat er auch 30.000 oder so drauf gehabt. Ja. Da war ja auch nicht viel dran. Okay. Ich meine, wenn es nicht gerade schon siebenstellig ist, weißt du wie, wenn das Ding immer gewartet wurde, also ein Diesel, dann kriegst du ja nicht kaputt. Und vom Fahrwerk her, ja, das müsste man sich halt anschauen, aber jetzt weiß ich nicht, ob das
ob Skoftrans sowas auch in der Flotte hat, ob das vielleicht dasselbe sein könnte oder vielleicht ganz was anderes, ich weiß es nicht. Kann ich da jetzt nicht sagen. Ich weiß es auch nicht, also muss ich mal mit Kai sprechen, der fährt ja auch Flieger. Hängerzüge hat er wohl ein paar. Da sagt er aber, ich hatte da schon mal vor einiger Zeit lose Kontakt mit ihm, da ging es aber nicht um Kauf, da sagte er, Hängerzüge laufen bei ihm immer ewig und die wird er nicht verkaufen, weil das genau in sein Konzept reinpasst, mit der Variabilität des Anfahrens vom Kunden. Und muss man mal schauen, ich weiß es nicht. Also für uns so ein Tandem wäre natürlich optimal, ne? Und da findest du auch leichter einen Fahrer für, als für einen Hängerzug. Das kommt ja noch dazu, weil die sind ja, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, aber ich würde mal behaupten, von mir ausgehend, die sind im Rangieren anspruchsvoller zu fahren. Ja, Drehschäme auf jeden Fall, weil du mehr Knickpunkte hast. Der knickt. Lass mal. Der knickt in der Kupplung und der knickt auf dem Drehschäme. Ich meine, es gibt genau. Richtig gute Fahrer, die machen das auch. Die fahren das Ding auch auf einer Briefmarkenbreite an die Linie entlang, weißt du? Also, das soll jetzt eigentlich, sollte dann nicht schlimm sein, aber ich jetzt als alter Sattelkutscher. Wenn ich mich in den Hängerzug, also in Drehschäme setze, um Gottes Willen, da ist ein Knoten in der Teifel, wenn ich fertig bin, da muss man sich dran gewöhnen. Das ist dann wieder komplett Umdenken im Kopf, weißt du, weil da musst du ja wieder genau andersrum lenken wie beim Sattel. Also, genau. Aber du musst auch sehr, sehr vorsichtig anlenken, ne? Na, das auf jeden Fall. Also wenn die Achse da in einem komischen Winkel steht und dann, Muss erstmal wieder gerade ziehen und so weiter. Ja, dann hätte ich. Das muss halt alles zusammenpassen irgendwie. Und das Tandem halt einfacher zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja im Grunde genommen wie so ein Sattelschlepper, hast ja auch den Drehpunkt direkt an der Achse, mehr oder weniger. Ja. Die Zugabe sitzt nicht weit an der Achse. Und ja, deswegen. Du hast halt den Vorteil beim Drehschäbelhänger, den hängst du ab und da steht der. Beim Tandem musst du halt immer Stützen ausfahren. Es gab auch schon Fahrer, die haben die Kupplung aufgemacht, haben die Schläuche abgemacht, die Kabel abgezogen und sind losgefahren und dann ging es peng, dann lag die Kabel auf dem Fußboden. Also da hat dann, weißt du nicht, Vorne die Stütze runtergekommen. Das haben auch schon viele Verkehrsfahrer. Das ist dann alles. Das glaube ich. Das kann teuer werden. Das kann richtig teuer werden. Das ist ein Stück gut, aber kein Wechselbrückenauto, also schon ein Tautliner mit Kardinenplan, oder? Ich weiß es ja nicht. Das ist, ich weiß nur, dass er was im Angebot hat. Da muss man halt mal schauen und ich werde halt versuchen, den Kai zu erreichen und dann sind wir schlauer, denke ich mal. Aber das Angebot kommt genau richtig. Zur Not der 105er ist ja auch schon mal gut, also ist auf jeden Fall was auf dem Markt vorhanden. Ja. Und wie du schon gesagt hast, so ein 105er ist nie verkehrt. Also unser läuft ja in der Spedition vom Daniel, der 105er auch. Wie am ersten Tag im Grunde genommen, der hat jetzt eine 250.000 Kilometer drauf, ein bisschen drüber. Also ja, noch nichts eigentlich. Super Fahrzeug, ja, da ist er noch quasi gerade mal eingefahren. Und von Martini, diese Tour mit diesem Gliederzug oder Tandem, das ist aber dann fest, also du brauchst dann unbedingt, oder hast du da schon Vereinbarungen, dass die sagen, du brauchst einen Koffer oder du brauchst einen Kühlkoffer oder du brauchst eine Plane? Also, die fahren, ich brauche einen Tankauflieger, wollen sie haben. Ja. Also sie brauchen mindestens drei Fahrzeuge, sonst wird es schwierig fürs Management, mich im Vertrag zu halten, weil einfach wir dann als Kleinunternehmen laufen und mit denen machen sie, gibt es eine Festlegung im Konzern von oben durchdiktiert, keine Lieferverträge mehr, alte werden gelöst. So, deswegen haben sie gesagt, entweder ziehe ich mit, vergrößere mich auf mindestens drei Fahrzeuge, wobei einer davon Tankauflieger ist und die anderen beiden wären ein Stück gut. Okay, dann ist Plane wahrscheinlich am gescheitesten. Ja, und Daniel hat ja schon Plane und der neue müsste dann auch Plane sein oder könnte Plane sein. Wenn du einen Koffer hinten drauf hast, ist es auch nicht verkehrt, kannst du mal was anderes fahren, aber wenn sie es nicht brauchen, wir das nur eigentlich für diese Linie anschaffen, dann müssen wir da auch nicht tief in der Tasche greifen und einen Koffer kaufen. Ja, na klar. Plan, ja, sicherlich. Das macht sicherlich Sinn, weil auch viel von der Seite geladen wird. Ich weiß nicht, ob du da Beatbacks fahren willst oder IPCs oder keine Ahnung, weiß ich die haben nicht, ja alles, die brauchen ja alles Mögliche, also das wahrscheinlich Flaschenfahren ist mit dabei, genauso wie Big Bags, irgendwelche Ausgangsstoffe oder Ausgangsmaterialien für die Brauereien,
kann alles mit dabei sein. Das überblicken wir ja nicht, wir sind keine Braumeister. Und man hat ja gemerkt, wie vielfältig die aufgestellt sind. Altverpackungen und Müll, Restmüll zum Beispiel muss zurückgefahren werden. Das ist ja ein riesen Kreislauf im Grunde genommen. Eine ganz eigene Infrastruktur und jawohl, perfekt. Gerade hat sich der Tank gemeldet. Und sofort auch eine, also perfekt geplant von mir, anders kann ich es nicht bezeichnen. Natürlich hier sofort eine Tankstelle da. Also so wie man es gewohnt ist von mir, ne? Nicht wieder mal Dänemark, wo du reingerollt bist mit Motor aus. Ja, das ist aber auch das war gekonnt. Das stimmt, also das war eine Punktleitung. Das war schon ein Meisterstück wider Willen. Also. Ist aber auch nicht der Sprit billiger hier unten, ne? 1,29. Wollen sie haben hier in Ungarn? Ja, ja. Also ich habe ja große Tanks dran. Ich habe bis jetzt noch nicht tanken müssen. Ja, das ist... Ich habe keine Ahnung, ob ich in Griechenland tanke oder in Italien oder auf Zypern, das weiß ich noch nicht. Das ist halt der Vorteil von einem Zweiachser. Da kannst du wirklich große Tanks dazwischen klemmen. Das hast du beim Dreiachser halt nicht. Da hast du ja diese Mini-Blasen dran und dann... Ich habe quasi nur noch einen kleinen Hydrauliköltank bei meinem 37er. Der hat ja auch einen Nebenantrieb für Schubboden. Also wenn Martini mal um die Ecke kommt, wir müssen jetzt auch klar auch mit Schubboden, könnten wir sofort reagieren, weil ich habe ja Nebenantrieb. Also das ist aber gut zu wissen. Wäre weniger Kopfschmerz für uns. Ja, das ist doch gut zu wissen. Ja, manchmal weiß ich gar nicht, was wir alles haben. Dann muss mal kurz hier bezahlen gehen. So. Und ansonsten aber fühlt sich wohl in deinem R37? Ja, wunderbar. Also wie gesagt, da klappert die Berge hoch wie runter. Also naja, das ist im Grunde genommen... Hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht, dass ich den damals so genommen habe. Also es waren ja entscheidend. Wie gesagt, du hast ja gesehen, dass ich vorher einen 510er DAF hatte und dann den 45er Volvo, den ich heute noch in der Herbeine, den wir in Russland geklaut haben. Weil vom Fahrkomfort war das schon High-End, sage ich da ganz ehrlich. Das glaube ich. Es war aber auch ein schönes Fahrzeug. Ich kann mich immer noch an das Video erinnern. Wirklich ein schönes Fahrzeug. Aber weißt du, was wir jetzt mal ganz kurz machen? Jetzt, wo du auch in der Leitung bist, mache ich mal ganz kurz. Ich hocke mich nur noch kurz rein. Das Gewinnspiel. Ja? Ja. So. Heute ist... Nee, warte, das war das Falsche. So, jetzt. 6 Punkt. Also an Stelle 6 kommt ein Punkt. Ganz kurzen Schnitt. Moment, das mal. Okay, jetzt sind wir wieder drin. Das war's. Okay. Oh. Das ist mal genial, wenn der V8 anspringt. Ja, ich hatte vorhin noch erzählt, dass auch der S500 ist ja auch ein total schönes Auto. Von der Motorisierung her ausreichend. Wenn du dann aber wieder hier auf dem Bock hockst und unten drunter im Keller der V8 seinen Dienst aufnimmt und erstmal die erste kalte Luft einfach so richtig raustrompetet, dann hast du das Gesagte relativ schnell wieder vergessen. Das stimmt. Das ist ja auch mein Spezi von Griechenland unten. Der hat mir so eine Tonaufnahme von seiner Klappenanlage geschickt. Da habe ich mir gesagt, das sind so Sachen, ob man die jetzt haben muss oder nicht, ich brauche das auf jeden Fall. Ja. Also das war schon gut. Ich kann es ja auch verstehen. Solange halt kein Uniformierter in der Nähe ist oder halt ein Kindergarten oder halt ein Wohngebiet, wo die Leute schlafen. Man so ein bisschen. Nein, in den Städten so ist das aus, das mache ich nicht, ich weiß, das gehört sich auch nicht, aber. Ah ja, das ist, wenn du den Sound hast, ich hatte mal einen Boxster S. Bei mir war natürlich mit Klappentaste, die war mal an. Immer Klappe offen. Das ist, dann wirst du halt auch schnell mal zum asozialen A-Punkt. Das ist, wenn du diesen Sound hast, dieses Gebrülle, dann, aber gut, wir sind ja nun mittlerweile auch ein paar Jährchen älter, gutes mittleres Alter. Da kann man es vielleicht an der Emotion ein bisschen besser kontrollieren. Schön 106er. Ja, da möchte man es bequem haben, aber trotzdem laut. Ja, dass man noch weiß, dass man am Leben ist. Ne? Oh, hier Truckspotter. Was wollte ich noch? Ne, ist mir gerade entfallen.
Ach so, ja, als Fahrzeuge. Nehmen wir mal den 105er zur Seite. Nehmen wir an, das sind alles keine Fahrzeuge, die nicht in Frage kommen, auch vom Kai. Ich weiß auch gar nicht, was es ist. Aber auf der Liste bei mir ganz oben stehen würden Scania S, wobei der natürlich von Anschaffungskosten schon eine Hausnummer ist. 106er DAF XF, also DAF, zieh es immer noch, selbst nach der Zeit. Volvo würde ich mir gerne angucken. Und Kann ich nur natürlich ein Benz auch, ein Actros. Auch wenn du dem, sagen wir mal, etwas mit gemischten Gefühlen gegenüberstehst, aber alle mit Nein, 13 nein, Liter nein. Maschine sind alles sehr wirtschaftliche Fahrzeuge und gute Fahrzeuge, wo Ja. du gute Fahrer kriegst für vor allen Dingen. Das sind nur Vorzeleien am Anfang von meiner ETS-Karriere. Meine erste Firma, du weißt ja, wie das da läuft, mit Miet-LKWs, und dann mein erster eigener LKW war ein roter Actros gewesen. Und Schön. damit habe ich mir quasi meine Kohle verdient, dass ich mir meine erste Halle kaufen konnte. Aber Also, warte mal, ich das sehe sind nur gerade so einen schönen Vorzeleien. rot-weißen Volvo, der hat mich gerade an dich erinnert, ja. Warte, hier hat's gekracht, hier hat's ge Oh, verdammte Axt. Muss mal wieder richtig ankern. So, geschafft. Ja, das sind MP3 oder MP4? MP4 war das damals. Naja, schön. Ich finde, das ist auch Das war von. Leasing-Rückläufer, den hatte ich mir damals, da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Und meine erste Tour, weiß ich noch, das ging hoch nach Dänemark. Also das war, ich habe mich gefühlt wie ein König. Ja, so schön. War schön. Ich finde, das ist ein schönes Auto. Also auch Ja. drin von der ganzen Ergonomie und so weiter, ein schönes Auto. Ich hatte jetzt auch mal die auf der IAA, habe ich mich auch mal verschiedene LKWs eingesetzt, von Renault zum Beispiel, den T, den Range T, den Actros, Volvo, Scania, auch mal Iveco und so weiter. Und da merkst du halt schon, wenn du im Scania oder Volvo oder auch im Actros sitzt. Leider nicht in DAF, der war so belagert, das habe ich dann aufgegeben. Aber wenn in den dreien halt in, ja, wie nennen wir die, Premium-Fahrzeugen drin hockst, merkst schon im Vergleich zum Renault schon einen Unterschied. Vielleicht nicht unbedingt in der Ergonomie, aber so in der ganzen Haptik und Innenausbauqualität ist das schon ein Unterschied. Das auf jeden Fall. Also das, du brauchst nur deine Hand, legst du auf das Armaturenbrett von dem Renault, Ja. weil du das nur nicht ansprichst, und dann legst du das mal in den Volvo rein oder beim Scania. Das ist Ja. sicherlich ein Qualitätsunterschied, und auch der sich preislich bezahlt macht. Und, ja, Ich fand ja auch im ich Scania meine immer hockst du noch. drin, wirklich von der Fahrposition, das hatte ich beim Actros nicht so gespürt und vielleicht auch beim Volvo nicht, wobei ich da noch nicht so drauf geachtet hatte, aber wie ich mir den Scania reingesetzt hatte, in den S, war das wie in PKW. So dieses Genau, Cockpit ja. und so, das war so ein richtiger Aha-Moment. Das stimmt, ja. Das stimmt. Also das Das hat war, schon ganz schöne Sprünge gemacht, die letzten Jahre. ja, wo ich mir so auch so bei mir gedacht hatte, auch real. Moment, hier ist Grenze, mal kurz hier anhalten, wo ich mir gedacht habe, okay, also da ist schon was dran, dass die Fahrer sagen, am liebsten Scania, weil du hast dort extrem bequem drin gesessen, also sehr, sehr relaxed. Je relaxter du ja sitzt, desto entspannter fährst du ja auch. Das sicher nicht. Ich bin auch der Meinung, also ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber ein Fahrer, der ein gutes Auto hat und der weiß, dass das wertig ist und dass er sich da drin wohlfühlt, der geht damit ganz einfach rum. Ja. Als wenn er sagt, hier knarzt und klappert und knistert, und das ist mir alles sowas von Bockwurst, auf gut Deutsch gesagt. Ich weiß es nicht. Also auch gerade in der heutigen Situation, du ziehst dir wirklich mal nur noch gute Fahrer an, wenn du denen was bieten kannst. Ja. Also gehen die eine Tür weiter und dann haben die was an. Weißt du, wie ich meine? Also das Gesamtpaket muss halt passen. Ja, Und wenn deswegen du will im ich Auto machst, war ich schon Pulspunkte also. ja. Deswegen will ich auch den Daniel nicht großartig beeinflussen. Ich hatte ihn jetzt gefragt, ob er vielleicht wenn du halt mit dem R37 fertig bist, das heißt also der S37 zur Verfügung stehst, willst du ja wechseln auf den S37. Da hat er Genau, mal also bin ich überlegt, noch hin und her gerissen. ja, den Daniel mal, naja, hock dich mal rein, das ist ja deine Entscheidung dann letzten Endes, den Daniel mal den R zu geben, hatte ich ihm angeboten. Der sagte, also der musste wirklich nicht lange überlegen. Der sagte, ich fühle mich einfach im DAF wohl. Ist mein Auto, ist eingerichtet, ist so wie ich ihn haben will. Will er gar Das ist nicht. kein Problem. Ja. Ja. Ja, also auch ein tolles Auto. Wie gesagt, bei der E-Sport, mein erstes Auto, dann, wo ich dort war, war ja dieser 105er DAF, den du mal 2 Tage gefahren hast.
Ja. Das ist ja auch alles, was du, das war ja auch den Top. Aber, wie gesagt, danach hatte ich den Volvo. Ja. Das war schon vom Fahren, von der Federung, dieses komplett luftgefederte, und das war trotzdem eine Klasse. Das war trotzdem was anderes. Ja, ja. Du hast auch das DSG drin gehabt und die 540er Maschine, ne? Naja, das ist ja Hightech, modernste Technologie bis zum Abwinken. Da kommt der das 105er stimmt. natürlich absolut nicht mit. Das Nee, das war muss noch man was anderes. neidlos anerkennen. Ja. Und auch vom Bequemen vom Bett her, weil ich stand ja 4 Tage in Brest, glaube ich. Also du liegst auch gut in dem Volvo, wenn du mal da drin schlafen musst. Am Stück 4 Tage. Das glaube ich. Das glaube ich Ich habe ja dann unbedingt. schon angefangen, da oben Kirchen zu fotografieren, weil ich Langeweile hatte, weil ich falsche Papiere mit hatte. Ja, das sind alles solche Sachen, die brennen sich jetzt vor. Das ist aber gut. Also nicht, dass es ins Hirn brennt, aber weißt du, was ich meine? Hat er eine Mautstelle? Ah, ist schön mit den 580 PS, der zieht so schön durch. Wobei es jetzt auch nicht so überladen ist. Ich habe nur 24 Tonnen hinten drauf. Ich denke mal, so ein Gesamtgewicht, wenn ich irgendwo jetzt bei 43, 44 Tonnen liegen, weil der Trailer ist ja ein bisschen schwerer als ein normaler. Ja, aber meinst du, die wird dann bergig? Also ich denke mal, du fährst die gleiche Kurve dann rein wie ich, weil zum Thessaloniki bin ich ja dann auch, aber ich muss ja dann rechts weg. Das wird dann schon bergig, also du brauchst dann auch ein bisschen Dunst. Ja, das glaube Hat ich. das überhaupt alles so geklappt mit meiner E-Mail und mit der Ladung? Das hat alles wunderbar funktioniert. Ja, ich bin abends nach Hause gekommen, da hatten die das Ding quasi schon drin. Wir haben den dann bei mir in der Halle, weil war ja keiner da, sind ja alle unterwegs. Es hat fürchterlich geschneit, über Nacht auch und an dem Abend noch. Ich habe quasi den S500 abgegeben, bin rüber zur Halle, dann stand der Ackerschlepper schon da. Was sie halt nicht gemacht haben, weil das haben sie nicht mehr auseinandergekriegt, die Zwillingsbereifung demontiert. Das heißt, der ist extra breit. Na ja gut, jetzt ist es so. Und wir haben den dann draufgefahren. Also das hat alles wunderbar geklappt, sodass ich dann gestern Morgen problemlos losfahren konnte. Wunderbar. Ja. Und die Genehmigungen war auch alles dabei, ja, da musst du drauf achten, weil ich habe da auch schon Sachen gehört, da wird mal schnell was vergessen. Das ist ein Kopierer liegen geblieben, weißt Mhm. Nee, das war gar kein Problem. Das war cool, ja, das war. Ja, gerade wenn man mit neuen Leuten zusammenarbeitet, muss man da mal schauen, wie die mit uns arbeiten, weißt du? Die verlangen von Genau. uns Qualität und da müssen die aber auch lieber. Ja, absolut. So, jetzt muss ich mal gucken, hier langsam mal einen Stellplatz finden. Ich bin nämlich bald mit der Fahrzeit durch. Ein bisschen kann und muss ich noch. Ja, ein paar Stunden, Bin ich zwei doch bei. Stunden. Wenn der andere Herr Geschäftsführer arbeitet, kann der andere Herr Geschäftsführer auch arbeiten, oder sehe ich das falsch? Ja, aber dann müssen schon beide, ne? Also der eine arbeitet halt im Urlaub, im Warmen, der andere sitzt hier in der Schneewüste im Kalten, ne? Also das ist halt der Darf er Unterschied. 50 Stunden mit dem Schiff fahren? Ah, da muss, ja. Warum fährt denn das Ding da 50 Stunden? Wie langsam ist das denn, sag mal? Naja, 20 nach Italien rüber. Ich weiß nicht, ob das Meer bergauf geht. Aber wie Ja. gesagt, die Fähre von Griechenland nach Italien rüber, nach Bari sind 20 Stunden. Und dann von Bari wieder nach Zypern ist dann eine ganze Ecke weiter. Du musst ja unten um diesen ganzen Zipfel drum rumfahren. Das sind dann 31 Stunden knapp. Wahnsinn. Aber wird's dir da nie langweilig auf der Fähre oder hast du da gut zu tun? Entspannung, Essen, Fotos machen, schlafen, Muss man essen, dir eigentlich vom Lohn schlafen. abziehen, weißt du? Das ist unfassbar. So ein bisschen was von dem Waschbär hat das, weißt Ja, das kommt mir auch gerade so vor. Aber in Hessen wollen sie die jetzt wieder schießen, weißt du? Weil es einfach zu viel geworden sind. Was? Ja. Waschbärstadt, das möchte ich Ja. jetzt aber nicht gehört haben. Raccoon Gut, dann werde City. ich Kassel noch großräumig umfahren. Ja, ist auch besser so. Ich mache hier gerade. So, ja, aber alles gut gegangen. Alles gut. Ich habe ein bisschen Außenvideo gerade gemacht. Braucht auch mal ein paar Ach Videos. so. Ja, schnell wieder rein. Wie darfst du dann immer? Ja, schnell wieder rein, schnell Ja, wieder schnell rein. wieder rein, bevor alles schief geht, weißt du? Ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich habe es aber rausgeschnitten, weil es einfach überhaupt nicht in die Story gepasst hat. Gestern hat es mich umgelegt mit dem Scania, in einer sehr scharfen Kurve.
habe ich mit der neuen Physik auch schon geschafft. Ja. Auf den Kopf. Das ist hinten, der Schwerpunkt ist halt so hoch. Das finde ich halt ist auch ganz gut geworden, dass du da wirklich aufpassen musst. Und auf jeden Fall, so ist es ja in der Realität. Also. Ja. Und schwupps lag ich um, aber keinen Schaden, Gott sei Dank. Also ich war dann nicht zu schnell. Also da hat es noch ganz gut geklappt, da habe ich dann einfach wieder aufgerichtet hingestellt, Schnitt gemacht. Und weiter geht's, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist mir auch schon passiert. So locker fluffig hier mit der linken Hand, so wie Tellerwäscher. Genau. Voll einschlagen und rumpudieren. Nee, das funktioniert nicht mehr. Ja, wobei, so wie ich momentan fahre, hier schön auf der linken Spur mit der Überbreite, gerade ein MP3 geholt, also bloß der war so langsam. Siehst du, da haben wir es doch wieder. Ich muss nichts sagen. Also. Bloß, da komme ich ja gar nicht an. Das ist ja diese blöde, teilweise die KI im Spiel. Das schaffst du es nicht. Ey, mal schnell. Ich habe jetzt noch einen Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. 8 Stunden, also eine Stunde habe ich noch. Und zum Stehen komme ich. Ich werde wahrscheinlich den nächsten Parkplatz hier anfahren und dann ist eigentlich auch schon vorbei. Ja, genau. Da kommt Mautstation, dann kommt ein Parkplatz. Das ist südlich von Belgrad. Zwischen Belgrad und Kragujevac. Also auf jeden Fall Rumänien halt, ne? Ne, Belgrad, Quatsch. Belgrad ist Serbien. Ja, deswegen, da war ich gerade vollkommen durcheinander. Deswegen dachte ich, ja, ist ja Quatsch. Also Belgrad bist du dann. Genau. Muss ja mal was überprüfen an der Map. Irgendwie habe ich scheinbar noch was installiert. Hier unten in der Promo zeige ich ganz viele lila wieder, darf ich hier? Wieder Texturfehler. Mal gucken, woran das liegt. Ja, habe ich gesehen, sind ein paar. Bei mir auch. Ich habe nicht, aber nichts weiter. Also ich vermute mal, es liegt an der Promo. Bei einer Garage habe ich jetzt erstmal nicht wieder installiert, eine eigene. So. Hallo. Machen wir ein bisschen weiter vor. Also hast du das auch, das ist ja dann ein bisschen beruhigend. Ja. Weil das letzte Mal lag es an mir, da hatte ich noch eine Garage, eine alte installiert gehabt. Weißt du, wie ich in Kroatien war dort? Da waren ganz viele Texturfehler. Bei mir sind es wenige, nur mal so an Mautstationen irgendwelche Bordsteinkanten, aber ganz minimal nur, also keine kompletten Gebäude oder so. Nee, das ist eigentlich genau, so Bordsteinkanten, das war es jetzt auch hier, also das geht noch. Sticht halt durch den Schnee jetzt richtig ins Auge, aber die haben ja auch schon gesagt, es wird morgen Wetterbesserung, wird deutlich wärmer, es wird anziehen, bin mal gespannt. Jo, Marian, dann würde ich mal sagen, haben wir alle Themen durch. Mhm. Halt mich auf dem Laufenden, bitte. Mach ich. Du guck mal wegen dem 105er, dass wir da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Also zur Not besichtigen mal, muss ich mal wissen, wo das Ding steht. Wäre natürlich gut, wenn wir da irgendwo einen in der Nähe von Kassel hätten. Und würde mich auf jeden Fall mal interessieren, dass man einfach in alle Richtungen offen ist. Muss jetzt mal gucken, dass ich hier keinen Laternenpfeiler mitnehme. Eieiei. Ja, das ist halt für dich so, mit einem normalen Auflieger ist das alles einfacher. Wenn du hinten die Reifen nochmal zusätzlich fast 50 cm locker rausstehen, links und rechts. Muss schon gucken hier, so eng wie das ist. Komm, du bist doch Profi. Du hast doch keine Frankreich gemacht über Megakolon. Ach, ich hab's doch von der Pike auf gelernt, das weißt du doch. Nein, das ist doch nicht. Na gut. Alles klar, du, dann komm noch gut nach Bari, genieß deine Traumreise, so kann man das ja fast nennen, ne? Auf dem Traumschiff. Ja, Bari ist doch am Start, ich muss auch nach Griechenland auswandern, das haben wir doch schon wieder vergessen, oder? Ne, das haben wir nicht vergessen, aber Griechenland gehört für mich auch mit dazu. Ja. Na gut. Alles klärchen, also dann hau rein, ne? Wir hören uns, alles klar, mach's gut. Bis dahin, tschüss. Ciao. So, was macht ihr denn hier? Mensch, was ist denn mit den Leuten los, Leute? Das gibt es doch gar nicht. Da hält er mitten auf der Autobahn an. Mit so einem Güllehänger da, das ist ja unfassbar.
Mann, holst da fast rein, ey. Da bleibt nicht mehr viel vom Führerhaus dann über. Ein blödes Schwein. Anders kann man nicht nennen. Das war einfach runterschlucken, den Ärger gerade. Das ist ja... Solche Heinis, ey. Aber schön hier unten, ne? Leute, wir sind hier unten, Serbien. Herrlich. Und erstmal die ganzen Einkaufscenter. In der Neustadt. Suchen wir uns jetzt einen Parkplatz. Jetzt wird es auch Zeit. Und ja, 7 Stunden sind noch über, das passt. Und dann schaffen wir es morgen sehr bequem. Genau. 17 Uhr ist dann Schluss. War ja knapp um 6, 9 Stunden, 10 Stunden Fahrzeit. Also jetzt habe ich jetzt quasi eine 10er gezogen. Und die Pause, die ziehe ich immer durch und rechne so oben auf, bis der Jahr, und dann passt das alles. Und bis worauf ich mich jetzt freue, wenn es wirklich morgen wirklich mal ein bisschen wärmer wird und man wieder mal so ein bisschen auch mal keinen Schnee sieht. Also es ist besser als was Graues natürlich, grau und matschig, aber das hatte ich mir ja auch davon versprochen, ein bisschen in den Süden zu fahren und Schnee los zu sein, mal was anderes zu sehen. Das muss aber jetzt mal irgendwo dieser Parkplatz kommen, oder nicht? Ja, Mautstelle und dann Parkplatz, okay. Ein LKW-Parkplatz hätten wir uns auch hinstellen können. Das wusste ich nicht. Aber da musst du wieder ewig zirkeln. Ah, reicht dann auch für heute. War dann lang genug. Mal hinter dem Kollegen da vorne. Nehmen wir die da. Schild erkennt. Ja, muss echt aufpassen, ja. Ich würde auch sagen, dass bevor ich es morgen wieder vergesse, tanke ich auch erstmal voll. Oh, perfekt. Hier kann man Wolwig tanken. Nein, kriege ich hier kein Stöffchen. Probieren wir mal eine andere. Das reicht auch schon.
Gut, machen wir mal hier einen Tank voll. Rein damit. Lieber ein bisschen sicher sein, das war vorhin wieder verdammt eng. Da ist hier jemand. Ach hier. Wunderbar. Danke. So, dann können wir direkt weiter. Ich würde erst noch mal einen schönen Tee gönnen gleich. Direkt auf dem Parkplatz. Nehmen wir gleich hier den ersten, wo wir ein bisschen breiter sind. Hier vorne der. Links kann ich noch stellen. Einen Trailer hingestellt. Passt nämlich rechts von uns auch noch mal. LKW blockieren wir nicht gleich zwei. So, jetzt können wir Rundumleuchte mal ausmachen. Licht aus. Oh, ungeschafft für heute. War eine lange Tour, Freunde. Ich werde mir erstmal da drin, das sieht zwar, naja, das ist wie das Benzol-Essen, ne? Oder ist da vorne noch was? Mal direkt mal rausgucken hier. Moment. Oder vorne scheint da mal was zu sein. Ich werde mir müssen, da steht auch ein Reisebus. Das könnte was sein. So, jetzt gehen wir mal rüber. Ja, war wieder voller Informationen. Mal gucken, was ich jetzt halt erwischen muss, ist halt der Kai, dass da auf der anderen Seite das Marian schaut, was für Sachen sind sonst noch auf dem Markt. Also kann man rechnen. Auch gute Fahrzeuge, dass man auch gute Fahrer oder beziehungsweise Fahrerinnen bekommt. Und ja, und dann hoffe ich mal, dass wir gescheite Leute finden und gescheite Fahrzeuge. Und ja, dann bin ich mittlerweile eigentlich, wenn das alles passt, so weit, dass ich sage, okay, wir machen diesen Martini-Deal. Also ich tue ja schon alles dafür. Und ja, da müssen wir halt wieder ein bisschen wachsen. Ich habe es eigentlich nicht vorgehabt. Ich fand das ganz gut so, wie es war. Keine zusätzlichen, um Gottes Willen, Junge, schalt hoch. Keine zusätzlichen finanziellen Belastungen. Und musst aber echt aufpassen, dass du nicht weggeschossen wirst. Ah, hier sind so. Oh, hier ist da was. Da hinten ist, glaube ich, so ein kleines Restaurant. Ja. Dass wir das alles hinkriegen. Aber ich bin ja nicht ganz alleine. Marian ist ja auch noch da. Und ihr ja auch noch mit Rat und Tat. Also, wenn es euch gefallen hat, machen wir es jetzt kurz. Däumchen wären Träumchen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich denke, dann werden wir auch Thessaloniki schaffen. Und da freue ich mich schon drauf. Und ich hoffe, dass morgen die Temperaturen ein bisschen anziehen. Also, bis dahin, euer Tom.